Was ist das? Das Ding ist grün. Es hat keine Arme. Was ist das? Was ist das? Verdammt noch mal! Er weint. Es weint. Dreh dich nicht um. Mann, bist du hässlich! Wie alles in diesem Spiel. Aber muss ja nicht schlechtes sein. Das ist ein Räucherkarl! Jetzt versuche ich's. Versuche ich mein Glück. Er wird mich sehen. Shit. Mach das Licht aus, verdammt nochmal. Wird doch dadurch nicht sterben. Was immer es ist, es wird's überleben. Oh. Gott! Oh Gott! Oh Gott! Das war ein Shrieker! Der ist voll aus Resi 6 geklaut! Mit sowas lege ich mich ganz sicher nicht nochmal an! Okay. Ölfass. Alter. Sind die Teile dahinter? Müssen da drin sein.
und konzentriert sich voll und ganz aufs Torwart. Dein Glimmer nehme ich mir? Wir haben schon sehr viel Glimmer. Glimmer, nicht Glimmer. Ich bin schon vorher noch Destiny. Ach komm, steh auf. Ist voll die Vorratskammer. Und Teile für Präzisionsgewehr. Mit den Teilen müsste ich das Gewehr reparieren können. So, und jetzt bastle ich mir auch mal ein bisschen an Waffen, ey. Ich konnte nur 25 machen. Ein Präzisionsgewehr. Dieses Gewehr ist dank des starken Fernrohrs auf großer Entfernung äußerst präzise, wenn du dir deine Hände mal nicht schmutzig machen willst. Oh, ich hätte Schockbolzen und Explosivbolzen auch noch machen können, ich Idiot. Macht nichts. Ich kann mir keine Spritze machen. Aber Waffenverbesserung. Yay! Alter, wie viel das kostet? Hast du hier noch ein paar Teile? Ey, eine Schublade, die leer ist! Was ist denn sowas? Lebt doch wieder was. Schön wäre es natürlich, wenn es für immer tot wäre. Unterschlupf. Speichern, Spiegel, Kaffeemaschine. Gehen wir erstmal dahin. Ich habe genug von dieser. Außer von toten Möbius-Dingern. Shrieker. Na super. Ah, manche Häuser sind zu. Aber, seien wir mal ehrlich, wir werden bestimmt öfter mal in so eine Art Traumwelt reingeschmissen. Wir sind ja zwar mehr so eine Art Open-Stadt. Hä? Die Katze mach ich mal wieder weg, weil die Katze, die ist nervig. Bei so einem Horrorspiel. Ach ja, ich mach mal die Helligkeit meiner Kamera, weil ist ein bisschen dunkel. Ist das schon besser? Naja, nicht wirklich. Ich hab's gleich.
denke mal, ihr könnt meine Reaktion sehen, also darauf kommt's an. Bei Kräuter, da kann ich mich improvisieren, habe ich festgestellt. Das habe ich ja schon gemacht, weil ich glaube, da ist es nicht so schlimm. So, warum ich auch zum Unterschlupf will, ist ganz klar, ich habe Glibber. Was ist das denn hier schon wieder? Nichts, okay. Es gibt ja Häuser, wo man reingehen sollte und da passiert was und ich möchte das nicht. Kann ich das Ding verschieben? Nee. Ich kann da rüber. Bringt mir recht wenig. Ach, vielleicht komme ich schon da auf die Seite. Ich meide auch alle Leichen. Endlich müsste ich auch alle LKWs hin zu meiden. Hier war ich schon mal. Nee. Wem wollt ihr das weiß war. Alter, hier liegt alles tot. Ist hier ein Shrieker? Der ist tot, glaube ich. Defekter Verteilerkasten können kurzzeitig wieder zum Laufen gebracht werden, indem du Schockbolzen mit der Hüterarmbrust drauf abfeuerst. Okay, er wurde von etwas Lachendes erwischt. Ist das der Schutzraum? Tatsache. Wollte ich sowieso hin. Alter, wir haben echt schon 0:51 Uhr.
ist anscheinend mit einem Passwort gesichert. Die hat mir das Passwort nicht. Oh, ein Kaffee. Oh, danke. LOL, zwei Spritzen. Berichtnummer 00122, Rekruten. Betreff Anwerbung und Mood Center. Die Anzahl der Bewerber über die Mood Center hat die der medizinischen Tests überstiegen. Die Registrierung der Mood Center als von der Steuer befreite religiöse Einrichtung hat den Umsatz gesteigert, den wir für neue Erweiterungen eingesetzt haben, um viele neue Rekruten unterzubringen. Mr. Wallaces Nutzung der neurolinguistischen Programmierung erschafft Rekruten, die mental deutlich formbarer und stabiler sind als bisherige Stemmkandidaten. Vorratskasten. Im Unterschlupf steht ein Vorratskasten, dessen Inhalt im Laufe der Zeit immer wieder aufgefüllt wird. Vergiss nicht, hin und wieder vorbeizuschauen, wenn deine Vorräte zu neigen. Jetzt habe ich die Arschkarte. Aber Vorratskasten wird wahrscheinlich immer so aufgefüllt. Rauchbolzen! Okay, gehe ich in den Spiegel. Und das ist auch etwas, also ich glaube, die haben sehr viel Kritik angenommen und das ganze Spiel nochmal komplett, also dieses Spiel hier komplett daran gerichtet, was Fans zu sagen, so, ne? Wir hätten das gern so und so. Das war scheiße, die haben bestimmt auch Selbstresonanzen bekommen. Was zu verändern ist und was gleich bleiben darf. Ich hab nichts mehr Projektormäßiges. So, ich gehe mal hier raus. Oder hier rein. Wo ist denn... Obwohl, ich muss hier in den Spiegel, stimmt ja. Alter Bums! Stimmt ja. Hä? Aber nee. Der Spiegel, der brachte mich hierher. Wo ist der Stuhl, wo ich glibber? Na da. Glibber zu etwas Wunderbarem machen kann. Und wie die Freundin schon gesagt hat, ich werde nur hier. Ich werde hier jetzt zuerst machen. Sie haben etwas mitgebracht. Einen Schlüssel? Exzellent. Manche Schlüssel führen zur Erleuchtung, aber dieser gehört nicht dazu. Dieser ist eher weltlich, aber dennoch nützlich. Dann sag mir, zu wem der passt. Na los, öffnen Sie einen. Sein Inhalt ist in Ihren Händen besser aufgehoben als hier unter Verschluss. Ach, leck mich. Yay, ich hab was gelootet. Es gibt noch, Alter, es gibt noch so viele. Mein Ziel ist es, alles zu öffnen, wenn wir nicht schaffen. Und als nächstes Gesundheit.
Noch mehr Gesundheit. Das sind 4000. Ich muss jetzt nachgucken. Das sind 7500. Was ist das? Wenn der Angriff dir so viel Schaden spricht, dass du sterben würdest, beißt du die Zähne zusammen und bleibst stattdessen mit einer geringen Menge Gesundheit am Leben. Das ist nice. Das ist... Lol. Eigentlich bin ich ja mit Gesundheit schon fast voll. Rot wie Blut. Yay, Trophäe. Ich hoffe, es gibt New Game Plus hinterher. Reden wir mal mit der Ullen. Meinen Sie nicht, Sie sollten sich langsam Ihrer Aufgabe stellen? Recht hast du! Wir haben nur noch 100 grünes Gel. Und ich verpiss mich.